Es ist atemberaubend, was der Markt aktuell kann. Nämlich der Nasdaq. Wir sehen das hier gerade im 5-Minuten-Chart. Die Eröffnung heute sogar positiv. Der Markt geht nach oben immer noch, aber kennt kein Halten. Aber ist das richtige Wort? Ganz kurz nochmal, bevor wir auf das Thema kommen, der Blick auf die Amerikaner, die anderen Amerikaner, muss man ja fairerweise sagen, der Dow Jones beispielsweise. Wir sehen das hier, zack, hier auch im 15-Minuten-Chart seit dem 11. Dezember. Wann war es? 12:30 Uhr. Im Aufwärtsmarkt und das scheint aktuell eben noch anzuhalten. Aktuelle Kurse ebenfalls relativ stark nach oben und der S&P 500 natürlich ähnlich. Das ist dann natürlich nicht großartig anders. Ich hatte es am Wochenende in einem übergeordneten Video mal anklingen lassen. Vorsichtig, noch nicht super begeistert sein. Ich will nicht der Todesengel für die Bullen sein, das maße ich mir nicht an, aber wir dürfen dieses Szenario nicht außer Augen lassen im Sinne von völlig unmöglich. Es ist sogar sehr realistisch möglich, dass das passiert. Wer mich kennt, Entschuldigung, da verschlucke ich mich schon selber. Wer mich kennt, der weiß allerdings, dass ich nicht im Voraus einen Gehorsam jetzt sagen würde, ey, cool, da gehe ich jetzt schon mal short, sondern ich bin jemand, der eine Bestätigung will. Das kann man in vielerlei Hinsicht. Einige sind vielleicht auf der Suche nach Marken dieser Art, vielleicht auch noch meine Fibo-Marke hier mit dazu, um dann zu gucken, ah, guck mal, die 61,8, da sind doch jetzt immerhin schon mal zwei Marken. Wir können mal eine Extension, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wo die hier liegt, aber da ist auch die 127,20er beispielsweise. Also wir sehen, bei 12.500 haben wir beinharten Widerstand, dass wir da durchaus damit rechnen können, dass der Kurs hier dreht. Vorsichtig, nur weil da jetzt drei Marken liegen, beziehungsweise auch noch mal eine vierte, da bin ich mir ziemlich sicher, allein aus symmetrischen Gründen liegt die 1 zu 1. Nee, die liegt sogar tiefer. Siehst du mal, schon vertan. Also lassen wir die mal außen vor. Nur weil hier drei Marken jetzt liegen, muss der Markt nicht unbedingt drehen und von mir aus noch der vierte, der Trendkanal. Aber es gibt zumindest mal eine erhöhte Chance für einen Dreh. Muss man jetzt also auf die Short-Seite wechseln? Bitte, bitte nicht, solange der Markt steigt. Und guckt euch das im 5-Minuten-Chart an. Gibt es null Ambitionen für die Short-Seite? Wir wären ja wahnsinnig, wenn wir jetzt einfach sagen würden, oh, da liegt eine Marke, da wechsle ich jetzt einfach die Richtung. Völliger Humbug. Das macht keinen Sinn. Was allerdings durchaus Sinn macht, ist, jetzt hier genauer hinzugucken im Laufe des heutigen Nachmittags, ob an diesem oder im Umfeld dieser Marke jetzt ungefähr bei 12.500 der Markt Schwäche zeigt. Wie sähe Schwäche idealerweise aus, wenn das Bild massiv fallen sollte? Dann bräuchten wir steile Abwärts- und wackelige Aufwärtsbewegung. Das wäre etwas, womit ich super gerne eigentlich rechne, wenn das der Fall wäre. Das wäre eine schöne Bestätigung. Man kann natürlich auch im Großen warten, aber machen wir uns nichts vor. Wollen wir wirklich darauf warten, bis er das letzte Zwischentief hier nach unten durchstoßen hat? So lange möchte ich jetzt hier nicht warten. Also mein Fokus liegt definitiv jetzt darauf, hier im Nahkampfchart zu gucken, ob eben dieser Dreh kommt. Das heißt, ob wir mal einen Schub nach unten bekommen, der dann, und ganz wichtig, der dann abgelöst wird von etwas Wackeligen. Also nochmal, auch hier unter der Lupe müsste das ungefähr dann so aussehen hier, um dann die Abwärtsrichtung zu fahren. Wo die Punkte jetzt liegen, das ist alles mal gesponnen. Es kann kleinere, es kann größere geben. Wichtig nur, die Trendrichtung muss die starke sein und die Gegentrendrichtung die schwache. Ja, aber jetzt sind wir doch stark unterwegs nach oben. Warum redet ihr denn die ganze Zeit von Short? Na, das wäre zumindest ein sehr typisches, ein sehr nachvollziehbares Bild. Deshalb habe ich das so sehr im Fokus. Aber völlig zu Recht, wenn natürlich der Markt jetzt uns am Nachmittag eher sowas hier noch li liefert, oder im Zweifelsfall irgendwie A, B, C-Pattern in dieser Form und diese dann nach oben durchstößt, kann man natürlich sagen, wieso, was will er denn? Die Aufwärtsrichtung ist doch immer noch gültig. Also insofern das mal, um festzulegen, in welche Richtung das Ganze geht. Also in diesem Moment noch zu früh, um hier eine Position zu eröffnen. Es sei denn, man ist ganz mutig und sagt, wir sind auf 7 Punkte dran. Ich gehe jetzt hier pauschal short. Ich riskiere einfach hier mal, was weiß ich was, 50, 60 Punkte. Und wenn es hier in die richtige Richtung geht, gewinne ich. Da verliert der Kurs, also gewinne ich in dem Fall. Das kann man natürlich machen. Ist aber nicht mein Trading-Stil, muss ich dazu sagen. Aber denkbar wäre es allgemein. So, im Prinzip die 12.500er-Marke wichtig. Wir gucken sie uns an. Ich hoffe, ihr euch auch. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.